Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Mitglieder der Bundesregierung, sehr geehrter Finanzminister, vielleicht noch ein Satz zum Kollegen Schwarz. Du darfst dir nicht einzelne Untergliederungen aus dem Budget rauspicken, sondern letzten Endes ist die nackte Wahrheit, was unter den Strich übrig bleibt. Und da muss man einfach sagen, diese schwarz-grüne Bundesregierung hat den Steuerzahlern, aber insbesondere den zukünftigen Generationen, wirklich einen budgetären Scherbenhaufen hinterlassen. Die Schulden- und Defizitpolitik dieser Bundesregierung beweist, dass diese Bundesregierung absolut nicht im Sinne zukünftiger Generationen handelt. Generationengerechtigkeit, Herr Finanzminister, sieht einfach anders aus. Dieses ambitionslose Budget ist das Endergebnis einer unfähigen Bundesregierung, die bei der Bevölkerung jegliche Glaubwürdigkeit verloren hat und nächstes Jahr endlich Geschichte sein wird. Die nächste Bundesregierung, und wir haben das heute schon des Öfteren gehört, wird aus heutiger Sicht ein massives Budgetproblem haben. Doch was sagen die Budgetexperten zu diesem hinter mir die Sintflut-Budget? Ich darf zwei Experten zitieren. Ich finde es bedrückend, dass ein Budgetrahmen vorgelegt wird, in dem nicht einmal der Versuch unternommen wird, das Defizit zu senken. Nur mit Wirtschaftswachstum allein wird das nicht gelingen, sagt der Präsident des Fiskalrats, Professor Bardelt. Professor Bardelt ortet generell keine ernsthafte Diskussion, wie man das nächste Budget in den Griff bekommt. Der Spielraum für die nächste Bundesregierung oder für die nächste Krise ist sehr beschränkt, sagt die WIFO-Ökonomin Dr. Schratzenstaller-Alzinger. Nur zur Klarstellung, Professor Bardelt und Dr. Schratzenstaller, das sind keine Budgetexperten der Opposition, sondern das sind die Experten, die diese Bundesregierung für das Budget-Hearing im Budgetausschuss nominiert hat. Selbst diese Budgetexperten haben jeglichen Glauben an diese Bundesregierung verloren. Unter Berücksichtigung der Ermächtigungen wird diese Bundesregierung mit 25 Milliarden das größte Budgetdefizit aller Zeiten erwirtschaften. Und das trotz Rekordeinnahmen des Finanzministers. Seitdem es diese schwarz-grüne Bundesregierung gibt, wurden die Maastricht-Kriterien nie eingehalten und werden auch im Jahr 2024 nicht eingehalten. Selbst die Regelung im Bundeshaushaltsgesetz zur Schuldenbremse auf Bundesebene haben Sie für 2024, Herr Finanzminister, außer Kraft gesetzt. Das heißt, so wie der Kollege Wöginger heute von der Asylbremse geschwärmt hat, so haben Sie die Schuldenbremse außer Kraft gesetzt. Der Effekt ist das gleiche, beides bringt nichts. Das definitive Versagen und die Unfähigkeit dieser Bundesregierung beweist auch die Schuldenquote 2024 bis 2027. Trotz eines massiven inflationsbedingten BIP-Anstiegs und des damit verbundenen BIP-Nenneffekts sind Sie, Herr Finanzminister, nicht in der Lage, die Schuldenquote zu reduzieren. Da reden wir noch nicht einmal von Schulden zurückzahlen. 2019, dem letzten Regierungsjahr von FPÖ und ÖVP, hatten wir einen öffentlichen Schuldenstand von 280 Milliarden Euro. 2023 haben wir bereits einen Schuldenstand von 367 Milliarden Euro und 2024 wird der Schuldenstand auf 386 Milliarden Euro ansteigen. Das heißt, diese schwarz-grüne Bundesregierung hat in ihrer Regierungszeit 106 Milliarden Euro neue Schulden aufgebaut, zu Lasten der Steuerzahler und zu Lasten der zukünftigen Generationen. 21,2 Milliarden Euro Schulden hat diese Bundesregierung
jedes Jahr produziert. Und dann haben Sie noch die Kutzpe, von einem Zukunftsbudget zu sprechen. Ist Ihnen eigentlich bewusst, Herr Finanzminister, welche finanzielle Belastung Sie hier den zukünftigen Generationen hinterlassen? Weil Sie wissen ganz genau, die Schulden von heute, das sind die Steuern von morgen. Die budgetäre Situation ist unter dieser Bundesregierung völlig aus dem Ruder gelaufen. Die gesamtstaatliche Haushaltsentwicklung seit 2020 ist ein Spiegelbild der Unfähigkeit dieser Bundesregierung. Das multiple Versagen dieser Bundesregierung bei der Corona-Politik, bei der Sanktionspolitik, bei der Asylpolitik, aber insbesondere bei der Inflationsbekämpfung kostet die Steuerzahler, wie wir sehen, viele Milliarden Euro und auch den zukünftigen Steuerzahlern. Die multiplen Krisen sind aber nicht vom Himmel gefallen, Herr Finanzminister, sondern wurden von dieser Bundesregierung zum Teil verursacht, zum Teil auch verschärft. Zum Abgang dieser schwarz-grünen Bundesregierung greifen beide Parteien nochmal sehr tief in die Tasche der Steuerzahler und der zukünftigen Generationen. Aber nicht um eine sinnvolle und nachhaltige Budgetpolitik zu betreiben, sondern um das jeweilige schwarze und grüne Klientel zu befriedigen. Sowohl die ÖVP als auch die Grünen erhalten mit diesem Budget einen Freibrief zum Geldausgeben zu Lasten der zukünftigen Steuerzahler und zu Lasten der aktuellen Steuerzahler. Getarnt wird dieses schwarz-grüne Klientelpolitik als sogenanntes Konjunkturpaket. In Wahrheit ist es aber das Spielgeld dieser Bundesregierung, die unser schönes Österreich heruntergewirtschaftet hat. Herr Finanzminister, 21,2 Milliarden Euro Schulden haben Sie jedes Jahr verursacht. Verantwortung für Österreich und Generationengerechtigkeit sieht anders aus. Je schneller wir Neuwahlen gehen, desto besser ist es für das Land, für die Steuerzahler und für die zukünftigen Generationen. Gut durch die Krise sind wir erst angekommen, wenn diese Bundesregierung abgewählt wurde. Es wird höchste Zeit für einen Volkskanzler Herbert Kickl. Vielen Dank.